Voll asozial. Ich will ein Artefakt, komm. Nein. Oh Mann, 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 Mann. Was ist da überhaupt noch? Ein riesiger schwarzer Fleck. Da könnte noch was sein, du. Oh. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Und ich muss sofort da rauf. Fahrt sofort da rauf. Schaffe ich das noch? Schaffe ich noch nicht. Oh. Ich habe Besuch an der Landezone. Egal, ich fahre einfach weg. Ich bin so schlau. So unglaublich toll. Aber wenn ich mir das noch oft einrede, glaube ich es am Schluss wirklich. Lalala. Ja, ja. Zwei Stress jetzt mal dahin. Eins wird jetzt mal da lang. Ist da noch was? Komm, ich will noch ein Artefakt haben. Komm, noch irgendeine kleine Basis mit irgendeinem Artefakt oder so. Komm. Ach, seid doch nicht so gemein zu mir. Ach, ihr seid solche Mistkerle. Das heißt, ich bin im Weg jetzt völlig umsonst gefahren. Geile. Nein, ich darf... Ich kann von oben runterschießen. Yeah, ich kann sie ja... Ohohoho! Ohoho! Oh! Oh, 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 da wollen wir weg. Da wollen wir einige Scheiße. Oh, oh, oh. Oh, das war ja böse. Und zur Landezone. Oh, hochexplosive Mörsergranaten. Oh, Moment. Fahrzeugforschung abgeschlossen. Ja. Ein Motor, zwei Ketten und ein Turm. Toll. Geschwindigkeit mittel, Rumpfpunkte mittel. Oh, geil. Waffenforschung abgeschlossen. So sieht's aus, wenn man zu faul ist, eine zweite Animation zu machen. Alle Waffen sehen gleich aus. Kann direkt Feuer oder einem Sensor zugewiesen werden. Yeah, Basisgebäude, Infanterie, Radfahrzeuge. Hehe, Mörser. Ja, definitiv ein Mörser. Hey, dann können wir jetzt den ja bauen. Wollen wir den schnell haben oder eher gut gepanzert? Artillerie ist ja normal im Hintergrund irgendwo, also... Stärkepanzer. 2300 Reichweite, klingt gut. Schaden 50. Ein wenig wenig Munition, aber sonst... Davon bauen wir jetzt gleich mal welche. Weil davon werden wir einige brauchen in der nächsten Mission, das weiß ich noch. Die waren von Vorteil, möchte ich mal sagen. Komm, reparier halt den, wenn du direkt daneben stehst und fahre 2 Stunden irgendeinem anderen Idioten hinterher. Ich verzweifle langsam an den Einheiten. Ich verzweifle dran. Und oh ja! Wer hat sich die Wegfindung ausgedacht? Wer? Dann sollte man hauen, ey. Ja, komm, schieb sie weg. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Komm, komm, komm! Und wir speichern nochmal, und zwar da. Wir speichern da. Vielleicht doch noch irgendwie Verstärkung anfordern sollen. So 30 weitere Einheiten. Könnte nicht schaden. Oh nein. Ich schaff das auch so. Ich habe ja noch eine Viertelstunde. Lalala, komm. Beweg dich. Oder euch, bewegt euch. Ja komm, wir brauchen eure ganze Feuerkraft, da die Hälfte in dem Berg stehen bleiben. Wo lebt ihr denn? In dem Berg oder was? In der Mond. Ich park da jetzt mitten im Halteverbot. Komm. Hier ist Halteverbot, ihr Kleinen. Habt ihr das Schild nicht gesehen? Komm jetzt auf Halteverbot. Egal. Ja, yeah, sie ist sicher. Das hilft mir jetzt überhaupt nichts, aber egal. Ja, bleib doch einfach stehen, genau. Fahr einfach nicht weiter, nein, warum auch? Oh, MK2. Oh, wir haben wieder ein Video. Ja. Erhöht Schaden von Mörsern, wer hätte gedacht? Mehr Feuerkraft. Sind die Mörser? Sind die Mörser, oder? Ja. Nein, ich will die Kanone sehen, oh, 65. Was hat man vorher, 50?
Ja, ist auf jeden Fall mehr One. Ich hätte es mir merken sollen, ne? Wäre von Vorteil gewesen. Baue ich noch? Baue noch, oder? Sind die schon fertig? Habe ich die schon gebaut? Rückkehr zur Landezone. Okay. Ah ja, gut, ich habe so viel Energie, da geht es jetzt schnell, ne? Nein, da will ich nicht dran. Ich will dahin. Ah, Verwirrung. Oh, ich bin schon bei 1,5 Fahrgeschwindigkeit. Ja, komm. Ups. Aber repariere den mal noch. Rückkehr zur Landezone. Ich will voll reparierte, komplett neu lackierte, super tolle Einheiten. Musste ich die. Moment, musste ich die jetzt alle dahin schicken oder musste ich die einzeln transportieren? Rückkehr zur Landezone. Weiß gar nicht mehr, ich hab gespeichert, also. Ja, kommt jetzt der langweilige Teil. Der sich schon über das ganze Let's Play zieht. Und auch sich weiterhin darüber entziehen wird. Und zwar der Teil, wo ich einfach nur auf Ende der Forschung warte und mich aufreg, dass eine einfache Beschleunigung des Spielgeschwindigkeit alles ist, was man hier machen kann. Yeah. Es ist so geil, es ist so geil. Lalala, hochexplosive Mörsergranaten. MK2 sind schon zur Hälfte fertig. Rückkehr zur Landezone. Oh. Kann man das nicht irgendwie abstellen? Dass er das dauernd sagt. Ich meine, wie blöd hält die mich? Ich hab's schon nach dem ersten Mal verstanden, dass ich zur Rückkehrzone. Verdammt, nein, zur Abholzone. Das war die Abholzone, oder? Rückkehr zur Landezone. Nein, die Landezone. Ach. Sie sagt es mir draußen, aber ich kann es mir trotzdem nicht merken. Kein Wunder, dass sie mir dauernd sagt. Ich kann es mir nicht merken. Ja, ich bin so blöd. Ich bin blöd. Ich bin blöd. Ich weiß. Ich bin so toll. Nein. Moment, bin ich nicht. Ich hoffe, ich muss da nicht irgendwie nochmal zurück und dann wäre es vorher vielleicht eine riesen Basis schon hätte, weil. Ich habe nämlich keine Basis hier gebaut. Irgendwo bei der knappen Zeit denke ich eher nicht, dass man das soll, oder? Gut, dass ich das Spiel kenne, ne? Da weiß ich jetzt genau, ob ich auch mal hierher komme oder nicht. Na komm, wer fertig. Meno. Du brauchst doch mit Absicht zu lang, oder? Nur um mich zu ärgern. Und mir fällt der Scheiß aus, mit dem ich reden kann. Deswegen klicke ich hier einfach ein rum und. Lalala. Und es ist gleich fertig. Drehen wir noch ein rum. Wee. So rum war's. So, schön grad richten. Jupp. Rückkehr zur Landezone. Nein, zu groß. Forschung abgeschlossen. Exakt. Was? Noch was zu erforschen? Oh, hochexplosive geschossen. Was? War das jetzt im Spiel? Oder kam das von draußen? Rückkehr zur Landezone. Habt ihr dieses komische Katzengeräusch gehört? Oh, ich krieg nicht mal ein Video dazu. Oh, schwach. Wenn ihr es gehört habt, es war im Spiel. Vielleicht. Apropos, was macht unser Messer jetzt für Schaden? Ich will den Schaden wissen. 80, ja, oh, nochmal 15 mehr, ja, doch. Lohnt sich zu warten, lohnt sich. Wenn es zu lang dauern wird. Aber wir haben es ja nicht eilig, wir warten gern nochmal ein paar Minuten. Rückkehr zur Landezone. Ach ja. Kann wegen aus dem Fenster schauen und sehen, dass alles dunkel draußen ist, denn es ist nachts. Ja, den Uhrzeiger da unten. Uhrzeiger, ja. Yeah. Das ist ein Uhrzeiger. Das ist keine digitale Uhr. Nein. Digitale Uhren sind die Dinger mit dem komischen Zeiger. Ja. Rückkehr zur Landezone. Oh ja, ich weiß. Es ist die Landezone. Ich weiß es jetzt inzwischen. Gut ist. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Ja, es ist kurz vor 12 müsste es sein. So ungefähr. Wann habe ich angefangen? 4:40? Ja, da war ungefähr 10:30. Rückkehr zur Landezone. Müsste jetzt so ungefähr gegen 12 sein. Vielleicht. Möglicherweise. Eventuell. Und ich hoffe jetzt, dass da nicht wieder irgend so Störgeräusch drin ist, weil ich nehme jetzt halt bald über eine Stunde auf jeden Fall schon auf und Rückkehr keine Landezone. Bock, das nochmal zu machen.